Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen über die Gerechtigkeit gegenüber Nichtmuslimen in einem islamischen Land. Und der Prophet alaihi salatu wassalam hat seine Sahaba, seine Gefährten erzogen, um die besten Repräsentanten des Islams zu sein. Und einer der besten davon war Umar al-Khattab radiallahu anhu, der zweite Kalif des Islams. Als sie Ägypten erobert hatte, wurde der Gouverneur von Ägypten Amr ibn As radiallahu anhu. Und der Sohn von Amr ibn As machte ein Wettrennen mit einem Ägypter, mit einem Christen. Und dieser Ägypter gewann in dem Wettrennen, woraufhin der Sohn von Amr ibn As, also der Gouverneur, der große Gouverneur von Ägypten, ihn schlug, den Ägypter. Also der Sohn vom Gouverneur schlug den Ägypter, den Christen, nachdem er ein Wettrennen gegen den Ägypter verloren hat. Das ist eine Ungerechtigkeit gegen einen Nichtmuslim. Und wird er geschlagen. Was machte daraufhin Umar al-Khattab radiallahu anhu? Der Christ beschwerte sich bei Umar al-Khattab, der Ägypter. Und Umar al-Khattab befahl daraufhin Amr ibn As und seinen Sohn zu ihm zu kommen und den Ägypter. Und er ließ sich die Geschichte erzählen und dann gab er dem Ägypter etwas zum Bestrafen, etwas zum Schlagen, einen Stock und sagte zu ihm, schlage den Ibn al-Akramin. Den Sohn der Geehrtesten, der Edelsten. Weil so hat sich der Sohn genannt, als er den Ägypter schlug. Schlag ihn. Und als er fertig war mit dem Sohn, sagte ihm jetzt den Vater. Der Ägypter hat sich begnügt und Umar al-Khattab, so berichtet, dass er gesagt hat, hättest du ihn geschlagen, hätte ich nicht aufgehalten. Weil es um Gerechtigkeit ging. Obwohl Amr ibn As so eine große Persönlichkeit war im islamischen Staat, wollte Umar al-Khattab Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gegenüber Nicht-Muslimen. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir sein Vorbild hieran nehmen. Und es gibt auch eine Überlieferung, die gesagt, wo überhaupt gesagt wird, dass der Prophet gesagt haben soll, اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. Nehmt euch ein Vorbild, nehmt euch die zwei, die nach mir kommen, zum Vorbild, Abu Bakr und Umar. Und man muss sich mal diese Gerechtigkeit vorstellen, obwohl wir es hier mit dem großen Gouverneur Amr ibn As zu tun haben, ist die Gerechtigkeit im Islam heiliger als eine große Persönlichkeit, die für den Islam viel Gutes getan hat. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, seid gerecht, denn der Islam ist die Religion der Gerechtigkeit. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Und wir haben schon die Gesandten geschickt, gesandt, entsandt, mit den Verdeutlichungen und der Waage, damit die Menschen mit Gerechtigkeit walten oder mit Gerechtigkeit herrschen oder damit die Menschen Gerechtigkeit walten lassen. Das ist der Grund, warum der Koran gesandt wurde, die Gerechtigkeit. Deswegen, liebe Geschwister, seid gerecht zu euren Mitmenschen und zeigt die Schönheit des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da-d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 a